Grüß euch. Ich bin der Stoff von den Soundgurus und uns freut es riesig, dass ihr heute eingeschaltet habt zu unserem Streaming-Konzert zugunsten vom Kumpelgut, den Erlebnishof für krebskranke Kinder in Wels. Wir haben uns alle Mühe gegeben und haben das Programm bestens erarbeitet, um euch heute eine Stunde live zu performen in eurer Wohnzimmer. Wir sagen riesigen Danke schon mal für alle Firmen, die mit ihrem Sponsoring das Projekt schon so fleißig unterstützt haben. Danke an euch alle, die schon gespendet haben oder noch spenden werden, an die IBAN, die wir laufend im Konzert einblenden. Ein kleiner Imagefilm kommt noch vom Kumpelgut. Schaut euch an, es ist ein super Hof. Schaut euch gerne mal auf die Website von Erna rein. Und wir sehen uns in Kürze beim Konzert. Bis gleich. Hallo und willkommen am Kumpelgut, der Erlebnishof für krebskranke Kinder mitten in Oberösterreich. Machen Sie mit der ganzen Familie bis zu 2 Wochen lang Urlaub und schalten Sie endlich mal ab vom Krankenhausalltag. Und das kostenlos, finanziert durch Spenden. Von der Kinderbetreuung bis zur Verpflegung ist alles inkludiert. Natürlich bekommen Sie und Ihre Lieben Ihr ganz persönliches Zimmer. Von 2 bis 3 Bettzimmern wird alles geboten, damit Sie jeden Tag ausgeschlafen starten können. Für die Kleinen haben wir auch höhenverstellbare Kinderbetten, also Platz für die ganze Familie. Ein lustiges und abwechslungsreiches Kinderprogramm garantiert stressfreie Zeit für die Eltern und spaßige Stunden für Ihre Kinder. Die Kinderpädagoginnen stellen sich optimal auf die Interessen ihres Kindes ein und gestalten so den Tag. Das Kumpelgut bietet für mehrere Familien gleichzeitig Platz. So gibt es auch gleich viele neue Freunde zum Spielen. Besonders großen Wert wird auf gesunde und ausgewogene Ernährung gelegt. So finden sich im hofeigenen Gewächshaus ganz viele verschiedene Kräuter. Gekocht wird jeden Tag frisch mit regionalen Produkten. Da helfen auch schon mal die Kinder mit. Kochen interaktiv. Mahlzeit. Jeden Tag gibt es etwas Neues zu erleben am Kumpelgut. So ist auch unter anderem ein Therapiehund Teil des Betreuungsteams. Am Nachmittag Kaffee und Kuchen für Mama und Papa und ein riesiger Spielplatz für die Kinder. Wochen kostenlosen Urlaub, gutes Essen, optimale Betreuung für Ihre Kinder und eine absolut stressfreie Zeit. Wir machen es möglich. Der Erlebnishof für krebskranke Kinder. www.kumpelgut.at.
We'll be right back.
Hallo, liebes Internet, hallo, liebes Internet. Lasst uns mal zusammenrichten. Ja, was grüßt euch. Die Gurus sind schon aus der Abend noch im zweiten Stück, aber das heißt noch lange nicht, dass wir heute nicht alles gegeneinander eine richtig geile Stunde und eine geile Zeit miteinander haben. Wir St. Gurus, wir begrüßen euch ganz herzlich und freuen uns riesig, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich glaube, der Kanal explodiert schon vor lauter Einschaltzahlen. Wir freuen uns riesig. Ja. Wir haben uns bestens vorbereitet. Wir haben ein tolles Team, das uns unterstützt. Da kommen wir nachher noch dazu. Die St. Gurus stehen in die Startlöcher. Wir machen das Ganze für einen guten Zweck. Das habt ihr schon ein paar Mal gelesen, das Video habt ihr gesehen. Wir unterstützen das Kumpelgut in Wels. Wir sind voll happy über alle Sponsoren, die uns bis jetzt schon unterstützt haben. Wir freuen uns noch mehr über eure Spenden. Wir werden den Link überall noch mal einblenden. Unten die IBAN, wo ihr dann spenden könnt. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Wir werden jetzt mal ein wenig was spielen. Wir haben euch begrüßt mit Coco. Die zweite Nummer war Danza Kuduro und Eye of the Tiger. Und die nächste Nummer wird ein wenig was Gemütliches, Swingiges. Und zwar Moonlight Serenade. Viel Vergnügen mit Frank Sinatra. Thank you.
kurz Handel wechseln, das Werkzeug wechseln. Das ist eine mutige Stimmung. Moonlight Serenade. Nicht einmal in the mood, gell? Das war eigentlich sogar jetzt eine falsche Anspielung. Aber That's Life, der Radar Frank Sinatra Song. Das war ein gemütlicher Name. Und jetzt kommen wir zu unserem ersten Highlight, wie ich fast sagen, weil es ist jetzt das letzte halbe Jahr, war kulturell jetzt nicht so der Höhepunkt. Ich meine, das müssen wir offen und ehrlich sagen. Viel war nicht möglich, aber es gibt Leute, die haben die Zeit genutzt. Weil wir, die Soundgurus, wir haben ja einen Urlaub quasi gemacht am Geflügelhof, wir fünf, aber einer ist daheim geblieben, unser Roland. Und da weiß ich, wir fünf, wie unsere Gänse hart massieren lassen haben im Urlaub am, ich glaube, Wiesenhof hat das auch da gegossen, ich weiß gar nicht, hat der Roland seine Feder gezückt und ein paar Arrangements geschrieben. Aber, gell? Wahnsinn. Das fällt mir einfach so ein, weißt du? auf jeden Fall hat sich der Roland hingesetzt und hat uns ein paar Nummern geschrieben. Wir sind irrsinnig happy, dass der Roland dabei ist und dass er so fleißig Nummern schreibt. Und die nächste Nummer, wie gesagt, ein eigenes Arrangement von uns. Boss Hoss Medley. Viel Vergnügen. Der ganze Saal tobt. Das könnt ihr alle nicht hören, weil wir haben kein Raummikro, aber es ist es dran. Alle drei, fünf Leute, also das sehe ich wegen den Scheinwerfer dran, voll durch. Was hast du, Medley, war das? War am Roland. Dankeschön, Roland, danke. Die Soundgurus sagen danke. Cheers. Wir kommen zur nächsten Nummer. Und zwar eine altbekannte. Sie ist auf- und angespielt worden schon auf unserem Facebook-Kanal. Das war eines der ersten Videos, die wir eingestellt haben, wie wir auf der Straße gespielt haben in Lenz. Die Rede ist von Funky Town und Feel Good. Ein richtiger Evergreen schon, den haben wir glaube ich schon sicher halb so ein Programm, also schon fast länger als was es sonst gibt.
Wir haben jetzt mal eine richtige Freude, wenn wir spielen. Und ich glaube, das ist viel gut, hört man dann auch raus. Und das werden wir euch gleich darbieten. Wir fühlen uns auf jeden Fall gut. Ich will es nochmal betonen, wir sind alle, die anwesend sind, sind getestet worden. Wir haben ein Sicherheitskonzept vorgelegt, das seinesgleichen sucht. Wir schauen, dass wir da wirklich alle Sachen einhalten, die es zum Einhalten gibt, um für den guten Zweck den Stream da zu machen. Ja, mehr gibt es da nicht mehr zu sagen. Viel gut von den Soundgurus. We'll be right back.
Die Ruhe sagen, dei. So, ich glaube, wir haben die zwei Motos eigentlich ganz gut erwischt. Funky Town und Feel Good. Und bei den Stichwörtern ergreife ich gleich einmal das Wort auch, weil natürlich sind solche Veranstaltungen und so Charity-Events natürlich nicht möglich von den Soundgurus, wenn man nicht fleißige Unterstützer hat und Gönner. Es bleibt einmal kurz Zeit zum Danke sagen. Wir haben eh schon im Intro viele Sponsoren sehen dürfen, die uns da großzügig unterstützt haben, und einige möchte man noch mal mehr außerheben, und zwar unsere Hauptsponsoren. Die haben sich wirklich mit einem staatlichen Betrag bei uns einfach unterstützend gezeigt, und wir freuen uns riesig. Und bei Feel Good ist mir eigentlich gleich die Kombination eingefallen mit meinem Kontostand. Ich sage, wenn ich den sehe, fühle mich gut, weil ich ein Konto bei der Reiker habe. Ich sag's, es ist. Ich habe mich geoutet über einen Reiker-Konto und es ist super. Nein, also wirklich wahr, ohne bei der Reiker, man kann immer hingehen, jedes Mal, wenn wir irgendein Event machen, sei es jetzt bei den Soundgurus, andere Gruppen, wo wir hingehen. Es gibt Internetbanken, ja, da kannst du aber nicht irgendwo hingehen, wenn du da Unterstützung brauchst, und das ist trotzdem viel wert, dass in jedem Dorf fast eine Bank und ein Zweigstuhl ist, und man muss da riesigen Danke sagen, dass die trotzdem immer da sind und Vereine, Kulturvereine und Kulturprojekte unterstützen. Vielen Dank an die Recker. Als zweiten, ja genau, Applaus kann ich einmal. Bravo, bravo! Und natürlich, wie kommt man hin, wenn man recht viel Geld auf der Bank hat, muss es eigentlich anbringen. Und da braucht man natürlich ein Auto und nur viel wichtiger, gute Reifen. Und das bringt man schon zu unserem zweiten Hauptsponsor, und zwar das Reifenland Kremsmünster und Leonding. Die haben uns auch ganz großzügig unterstützt, und natürlich hat da, wenn wer Reifen braucht, haben wir da einen dabei bei uns, den Mo, der hat da ganz coole Connections. Er hat schon einen Führerschein, also er weiß, von was er redet. Auf jeden Fall danke nochmal an das Reifenland, dass sie uns auch kräftig unterstützt haben. Einen gescheiten Applaus bitte für das Reifenland nochmal, danke. Und musikalisch werden wir das natürlich gleich würdigen mit einem Solo, wo natürlich unser Mo anfängt. Viel Vergnügen mit I'm Not The Only One. Yeah.
Dankeschön, Dankeschön. Moritz Reiter an der Tuba, Roland Hirsch am Baryton Saxophon und Hannes Brandstätter an der Tuba. So, und jetzt gehen wir vor die Straßen von Kremsmünster und Leonding. Gehen wir jetzt noch ein wenig weiter weg. Und zwar gehen wir jetzt nach USA, nach Florida an die Strände. Das nächste Stück heißt Miami. Und dann, was denkt man da natürlich? An Urlaub, Alltagssorgen vergessen. Es war natürlich schön, gerade in der Zeit, in die Krisen, wo wir jetzt gerade sind, war das natürlich immer schön. Und manche haben das immer das Problem, dass sie es nicht machen können. Deswegen auch machen wir die Veranstaltung, und zwar um das Kumpelgut in Wels zu unterstützen, den Erlebnishof für krebskranke Kinder. Nochmal der Hinweis, das Ganze ist eine Benefizveranstaltung. Wir freuen uns voll, wenn ihr zuschaut. Nur mehr, wenn wir einen hohen Spendenbetrag natürlich zusammen erreichen miteinander. Wir, die Sankuras, freuen sich riesig, wenn wir da einen Riesenbetrag dann überweisen dürfen an das Kumpelgut. Wir spielen jetzt noch die eine Nummer Miami. Wir blenden dann nochmal kurz das Video ein vom Kumpelgut, dass ihr es nochmal seht, wo die Gelder hingehen. Nutzt nochmal die Zeit vielleicht kurz, um den Spendenkonto, das Spendenkonto auszuchecken. Wir blenden das nochmal ein. Überweist uns, wenn es überhaupt, mir gefallen sie, die Kinder gefallen sie dort am Erlebnishof. Die werden auch bald wieder aufsperren, wenn es natürlich Corona-bedingt geht, aber sie brauchen dort jeden Euro. Und mir gefallen uns, dass wir es da unterstützen können. Viel Spaß mit Miami, und wir gehen dann kurz an die Vogeltränke und sehen uns dann nach 3 Minuten Pause wieder. Thank you.
Dankeschön. Nach einer kurzen Pause und dem Video geht's wieder weiter. Bis gleich. Natürlich bekommen Sie und Ihre Lieben Ihr ganz persönliches Zimmer. Von 2 bis 3 Bettzimmern wird alles geboten, damit Sie jeden Tag ausgeschlafen starten können. Für die Kleinen haben wir auch höhenverstellbare Kinderbetten, also Platz für die ganze Familie. Ein lustiges und abwechslungsreiches Kinderprogramm garantiert stressfreie Zeit für die Eltern und spaßige Stunden für Ihre Kinder. Die Kinderpädagoginnen stellen sich optimal auf die Interessen Ihres Kindes ein und gestalten so den Tag. Das Kumpelgut bietet für mehrere Familien gleichzeitig Platz. So gibt es auch gleich viele neue Freunde zum Spielen. Besonders großen Wert wird auf gesunde und ausgewogene Ernährung gelegt. So finden sich im hofeigenen Gewächshaus ganz viele verschiedene Kräuter. Gekocht wird jeden Tag frisch, mit regionalen Produkten. Da helfen auch schon mal die Kinder mit. Kochen interaktiv. Mahlzeit. Jeden Tag gibt es etwas Neues zu erleben am Kumpelgut. So ist auch unter anderem ein Therapiehund Teil des Betreuungsteams. Am Nachmittag Kaffee und Kuchen für Mama und Papa und ein riesiger Spielplatz für die Kinder. Wochen kostenlosen Urlaub, gutes Essen, optimale Betreuung für Ihre Kinder und eine absolut stressfreie Zeit. Wir machen es möglich. Der Erlebnishof für krebskranke Kinder. www.kumpelgut.at. Thank you.
sind wieder zurück aus der Pause. Mit My Girl haben wir das Ganze wieder gestartet. Wir sind wieder frisch, haben uns gestärkt mit einem Tropferl Wasser. Und jetzt geht's mit einer neuen Nummer weiter. Wir kommen jetzt von My Girl zur Sister, und zwar zu Hey Soul Sister. Wieder begonnen ein Solo von unserem Moritz. Viel Vergnügen mit Hey Soul Sister! Brandneue Nummer im Repertoire der Soundgurus. Wir sind wieder zurück aus der Pause, wie vorher schon erwähnt beim Eingang. Wir kommen jetzt noch einen zweiten Sponsor-Block. Wir haben wirklich vier Hauptsponsoren gewinnen können für das Projekt. Die haben sich da voll mit eingesetzt für uns und haben sofort gesagt, ja, wir sind da dabei und spenden einen wirklich großen Betrag. Eine Firma aus Steyr kann ich nochmal erwähnen, und zwar, das ist die Metallbau Riegler GmbH. Kollegen haben angerufen, die waren sofort dabei, einen großen Applaus für den Riegler. Dankeschön von unserer Seite, die Soundgurus sagen Danke. Metallbau Riegler, große Firma, gar nicht mehr zum Wegdenken in Steyr. Metallbau, sie machen sehr viele Sachen, es gibt seit 37 Jahren gibt's die Firma schon. Mit einem Betrieb angefangen, also in Zimmer, fast so lange wie die Soundgurus gibt es die Firma schon. Ja, die bilden genauso wie die Soundgurus jedes Jahr 5 Lehrlinge aus. 5 bis 6, also eine wichtige Firma auch zum Ausbilden von Fachkräften. Also ich kann selber noch sagen, ich habe 2 Lehren gemacht und das ist super, weil man muss das Ganze studieren und das zeigst, das ist ja alles nichts mehr wert. Außerdem, ja, was machst du schon mit einer Matura? Wenn du das lernst, dass du mit einer Schraubenzeug umgehen kannst, viel gescheiter. So, ich schweife an.
ich hätte noch eine Firma, aber noch, wo wir uns wirklich nochmal bedanken wollen, und zwar auch aus Steyr, SKF, Kugellager. Auch nochmal ein Riesendanke, bitte einen Applaus für die SKF und für mich, dass ich nochmal Luft holen kann. Jeder braucht nochmal ein Kugellager, ich glaube, das kann man sich eigentlich auch gar nicht wegnehmen, man ist dann gar nicht bewusst eigentlich, so ein Trompetenposaun, das könnte alles ohne Kugellager gar nicht funktionieren. Nein, aber im Auto, überall, wo man es braucht, man sieht es oft gar nicht, und das ist viel wichtiger. Und es sind auch in Steyr, in Oberösterreich, Mutz, Wirtschaftstreiber und Bühnenlehrlinge aus, da auch nochmal riesigen Dank, dass sie uns unterstützt haben beim Charity-Projekt für das Kumpelgut. Ja, habe ich da eine Überleitung aufgeschrieben, war coole. Nein. Wir spielen einfach die nächste Nummer, glaube ich. Oder? Bevor die Stimmung jetzt anreißt, oder? Muss man einfach eine Nummer spielen. Die Soundgurus geben jetzt Memories zum Besten. Wieder ein ganz ruhiges Intro von unseren zwei Saxophonisten, nicht von dieser Welt. Nicht von David Guetta, genau. Viel Spaß mit, viel Vergnügen mit Memories.
Moritz Reiter und Roland Hirscher. Applaus! So, jetzt kommen wir wieder zu einem unserer Höhepunkte. Und zwar, wir haben ja nur einen Sponsor. Lass das in Ruhe. Tut dir nicht weh. Wir haben nur einen Sponsor auch noch gewinnen können, der uns was zur Verfügung gestellt hat. Und wir haben gesagt, hey, das ist eine coole Geschichte. Das wollen wir natürlich verlosen und an euch weitergeben. Darum haben wir am Montag ein Gewinnspiel gestartet. Das Gewinnspiel hat mit dem Preis bestanden, und zwar eine Doppel-CD vom Woodstock 2019, das letzte Woodstock, was er leider oder Gott sei Dank nicht stattfinden hat können vor der Pandemie. Nicht falsch verstehen. Also wirklich, ich war selber dabei. Es ist jetzt so ein riesen Event da, was die da einmal auf die Tür stehen. Der WhatsApp hat sich da gleich auch beteiligt bei uns, hat gesagt, hey, wussten, ist cool, dass ihr das macht. Einer geht genauso die Musik an wie uns alle. Und hat gesagt, hey, St. Gurus da, habt ein gescheites Paket, könnt ihr so losen. Und zwar einmal eine Doppel-CD vom Woodstock, der Blasensieg, und einen 50€ WhatsApp-Gutschein. Und davon gleich drei mit einem Soundguru-Shirt. Das heißt, drei Pakete mit jeweils drei richtig hotten Sachen. Und jetzt ist es eigentlich nur an der Verlosung. Ich hab da jetzt eine. Ah, nicht. Ja, genau, das war das Falsche heute. Da waren die Nierten dran. Da sind jetzt die Guten dran. Keine Angst, dass wir den Zettel nicht anholen, weil die können wir wahrscheinlich hier verbrennen. So, ich darf jetzt den Stübel holen. Und meine Glücksfee, der Georg, der Schurdel, wird da jetzt blind folded einziehen und wird uns da einen glücklichen Gewinner oder Gewinnerin oder divers ziehen. Und der erste Preisträger ist Sandra Capella! Gratuliere, Sandra Capella! Das ist auch wirklich wahr. Es steht oben, es ist unser Geburtstagskind. Also, wir haben ja schon gratuliert heute, wir haben ja schon einen Standard gespielt, aber das ist natürlich nochmal ein Highlight, wo wir ihr natürlich nochmal alles Gute zum Geburtstag gratulieren können. Sandra, alles Gute heute zum heutigen Festtage. Ein Paket kommt zu dir. Ich glaube, ich weiß, wer das mitnimmt. So. Platz Nummer 2, Trommelwirbel. Ja, haben wir Trommelwirbel eigentlich? Zu wenig, zu spät. Und? Alexander Hirscher! Bravo! Yeah. Okay. Nur einen glücklichen Gewinner, Alexander Hirscher. Gratuliere. Und die Nummer 3, Trommelwirbel. Paul Brandstätter! Bravo, Paul Brandstätter, gratuliere! Ihr dürft euch das dann holen, gell? Da, dass nicht nur die drei drinnen sind, wir laden einmal alles aus, dass ihr seht, dass da alles mit richtigen Dingen. Ja, der Bond ist ja schurch, der hält das aus. So, wir haben das verlost, nochmal danke an den WhatsApp für Spenden von den coolen Sachen, der Doppel-CD, den Gutschein und auch ein Kern Musikinstrumente für die Leiberl. Ein so ein schönes Soundkur-Leiberl gibt es natürlich auch dazu. So, und wir kommen jetzt gleich nochmal zu einem ganz coolen Stück, wieder ein neues Stück aus der Feder, aus der Soundguru-Feder von Roland Hirscher. Er hat ein Medley geschrieben von der bekannten Truppe, wer kennt sie nicht, die Too Many Sus. Ich glaube, wenn es heutzutage noch Wetten, das geben, würden es heute Abend beim Gottschalk noch aufspielen. So bekannt sind die mittlerweile. Aber wir haben ja ein paar Hits ausgeschrieben aus ihrem Repertoire und drei in einem Medley eingepackt, oder am besten noch der Roland. Und die werden wir euch jetzt zum Besten geben. Viel Spaß mit Too Many Sus Medley. Thank you.
Too Many Sus Medley von Roland Hirscher. So, wir sind leider auch schon wieder fast am Ende von unserem Programm angelangt. Wir haben jetzt noch eine Nummer, die einmal fix oben steht auf der Liste. Wir sagen richtig, richtig großen Dank fürs Einschalten, dass ihr die Soundgurus eingeschaltet habt, Zeit haben und wir euch begleiten haben dürfen am Samstagabend. Danke für alle Unterstützer, die schon überwiesen haben. Nochmal der Hinweis, bitte, wenn es einen Euro überhaupt, wir blenden sicher nochmal da unten die Kontonummer ein für unser Spendenkonto. Wir freuen sich über jeden Euro. Wir schauen, dass das wirklich alles durchgeht zu dem Verein Emotionen, Kumpelgut, Erlebnishof für krebskranke Kinder. Wir leiten das weiter. Wir sagen einmal Danke. Ich stelle dann nachher nochmal alle vor. Aber jetzt die letzte Nummer. Traveler. Viel Vergnügen. One more time. Samuel gibt mir schon ein Beat. So, wie schon erwähnt, wir sind mittlerweile am Ende unserer Setlist angelangt. Wir haben sie bestens vorbereitet. Ich hoffe, wir haben euch ein wenig Freude und Spaß und Musik in euch in den Wohnzimmer bringen können. Uns hat es richtig viel Spaß gemacht. Wir haben schon einen Haufen erreicht im Vorhinein mit unseren Sponsoren. Wir haben schon viele Spenden bekommen, viele werden noch eintrudeln, wir halten euch am Laufenden. Wir Soundgurus geben da unser Soundgurus in ihren Wort, dass wir das alles einlösen. Wir werden euch da darauf hingehend informieren. Mir bleibt jetzt nochmal ein Danke auszusprechen an alle, die da mitgewirkt haben. Was mit einer kleinen Idee und einem Handystream über YouTube angefangen hat, ist sie
mittlerweile ein richtig professionelles Team geworden. Ich bin voll froh, dass ich viele Leute an unserer Seite gehabt habe. Wir sind froh, dass wir viele Leute an unserer Seite gehabt haben. Ich darf kurz alle vorstellen, ich muss alle essen, weil ich will auf keinen Fall irgendwen vergessen. Ich fange einmal bei uns Musikern an, bei den Soundgurus, an der Tuba, Hannes Brandstetter. Heftigen Applaus! Am Bariton-Saxophon Roland Hirscher. Am Tenorsaxophon Moritz Reiter. Bravo! Am Schlagzeug Samuel Nathan Stöcker. An der Trompete Joel Georg Huber. Bravo! Und an der Posaune Stefan, der unglaubliche Stoff Kern. Dankeschön, Dankeschön. Weiters haben wir natürlich sehr viele Leute hinter den Kameras, hinter den Mischpulten, hinter den Mikrofonen. An unserer Videotechnik, an der Spitze vom Werbeberg, unser Tobias Kammerhofer. Applaus, ich lese gleich alle vor, bitte. Vogelhuber, Elias und Simon, sein Bruder, sind fleißig an die Kameras. Applaus. Lena Christian aus Weißkirchen da dran, er ist auch selbstständig mit Zerwitz, bitte schaut's rein. Er ist auch gleich gekommen, er hat vorhin einen Termin gehabt, aber er hat's geschafft und wir sind irrsinnig froh, dass er da ist. Applaus, Christian, danke. Natürlich ist Filmen und Einschneiden nicht alles, man braucht eine Vorbereitung. Ich bin irrsinnig froh an meiner Seite schon seit einem Jahr eigentlich, seit die ganze Krise angefangen hat, der ganze Blödsinn. Dass er an meiner Seite gehabt hat, ein Lukas Seierlehner, VP Video Production. Er hat die ganzen Animationen gemacht, filmt für mich schon bei der Firma, super Sachen, schaut's da rein, überzeugt euch. Danke Lukas, dass du dabei bist. Am Ton, damit er das so zu euch kommt ins Wohnzimmer, wie wir das da wiedergeben, haben wir am Mischpult unseren Dominik Siegel. Dankeschön, Domsch. Am Licht haben wir zweimal unseren Florian. Damit wir uns auseinander kennen, haben wir einen Bolt auf. Unser Florian Rittbolt und unser Florian Deisel an die Lichtregler. Dankeschön! Bravo! An der Haustechnik natürlich sind wir froh, dass wir da sein dürfen, dass wir da die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt gekriegt haben. Da ein riesengroßes Dankeschön an den Röder, an den Kulturverein und natürlich, weil er heute vor Ort ist und auch geschaut hat, dass uns nicht friert, dass die Heizung eingeschaltet ist. Dass wir wissen, wo der Lichtschalter ist, dass das Klo aufgesperrt ist, das war ganz wichtig. Für die Haustechnik Christoph Gürtler, auch unterwegs mit Rolodex, mit seinem Event. Ich sage jetzt sicher irgendein Blödsinn, aber schaut seine Rolodex. Danke Christoph, dass du dabei bist. Bravo! Also ich spiele schon wieder alle, gell? Das ist schwer klatschen. Ja, zu guter Letzt, und möchte ich gar nicht vergessen, dass natürlich die ganzen Logos, unsere Tauben von den Soundgurus, unser Logo, dass das besteht, die ganzen Flyer, alles was da im Internet kursiert an Bildern, ist natürlich der Daniela Kaltofen zu verdanken, unsere Grafikerin des Vertrauens. Wir sagen ganz liebe Grüße, danke, dass du uns das gemacht hast, ans Wohnzimmer, du schaust sicher zu, ich bin mir sicher. Wir freuen uns, dass du uns so fleißig unterstützt. Ich sag nochmal danke für die Soundgurus, danke fürs Kumpelgut, fürs Spenden. Wir haben uns gefreut, dass wir spielen haben dürfen. Wer weiß, vielleicht passiert es auch nochmal, wenn der Nachfrage groß genug ist. Wir freuen uns auf jeden Fall, euch mit unserer Musik zu erfreuen. Und die letzte Nummer wird schon angeteased. Wir verabschieden uns mit der letzten Nummer. So traurig was klingt, Stand by me. Die Soundgurus sagen Dankeschön fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal in den Straßen. Bye bye. Thank you.
Dankeschön. Die Sankuras sagen Danke. Bleibt gesund. Bitte. Ja.